Servus zusammen und herzlich willkommen zu Folge Nummer 9. In dieser Folge befassen wir uns mit dem Innenschweller-Reparaturblech einschweißen bzw. schweißen. Die Folge dauert ca. 15 Minuten, vielleicht etwas kürzer. Und eigentlich legen wir einfach gleich los. In der Folge 7, glaube ich, habt ihr gesehen, wie ich die Schweller bzw. den Innenschweller entsprechend zugeschnitten habe und auch grundiert habe, um ihn jetzt in dieser Folge einzuschweißen. Und wir fangen eigentlich gleich an, kontrolliert jetzt erstmal, ob der Schweller nach dem Grundieren weiterhin sitzt. Bei mir ist es extrem stramm bemessen. Das heißt, der Schweller geht da wirklich auf Kontakt mit der oberen Kante. Kontrolliert es, ob das passt. Um den Innenschweller zu fixieren, empfehle ich euch solche Gripzangen oder Schweißerzangen auch genannt. Von den Zangen gibt es gute Qualität, mittlere Qualität und sehr schlechte Qualität. Und die zweite, die ich jetzt hier habe, also verwendet habe, die ist einfach nur grottenschlechte Qualität. Ich glaube, die Qualität gibt es gar nicht. Wenn man die zu fest einzieht, dann geht sie gleich wieder auf oder geht während des Schweißens auf. Also die schwarze da mit dem blauen Gummi. Also das ist Müll, wenn ihr sowas sieht oder sowas in der Richtung sieht, dann schmeißt es gleich weg oder kauft es jetzt gar nicht. Das war in so einem komischen Set mit, bei so einem ganz, ganz billig Set. Vor Jahren habe ich die mal bekommen und ja, unbrauchbar. Ja, zeichnet euch jetzt dann mit dem Edding die Punkte an, die ihr dann im Nachhinein aufbohren werdet. Das sehen wir dann auch im Video. Zeichnet euch genau, also markiert euch genau die Stellen, wo wirklich das Blech auf der Rückseite ist. Probiert in der Mitte zu treffen, damit ihr nicht auf der Kante schmeißt im Nachhinein. Das wäre dann ein bisschen ungünstig, wenn man an den Kanten schweißt, dann bricht man bzw. dann reißt man meistens ein Loch rein oder brennt ein Loch rein. Probiert das schön sauber immer zu treffen. Wenn ihr ein bisschen mehr Löcher anzeichnet, dann spielt das keine Rolle. Ihr müsst nicht alle unbedingt aufbohren, aber zumindest sollte man sich die aufzeichnen. Passt das alles, dann nehmt nochmal das Blech ab. Kontrolliert, ob die Stellen, die ihr angezeichnet habt, entsprechend dem Blech, welches dahinter ist, passen. Macht das sogar dreimal. Also ich kontrolliere jetzt lieber 3 bis 4 Mal etwas, bevor ich es einschweiße, als es einfach mal so zu lassen. Da mir letztens, ich will es einfach nur kurz vorweggreifen, eigentlich sollte der Film bereits auch den Außenschweller haben, aber ich habe mich bei den Innenschweller vermessen, weil ich halt nicht richtig kontrolliert habe und dann musste ich den Schweller entsprechend wieder, den Außenschweller wieder entfernen und dann nochmal von vorne anfangen, aber dafür, zu diesem Thema gibt es dann nochmal, zu diesem Mistake sozusagen, gibt es dann nochmal ein separates Video inklusive den Einbau. So, dann habe ich mir jetzt hier, wie ihr schon gesehen habt, die Punkte angezeichnet und bohre diese mit einem 4,5 mm auf. Ihr könnt auch einen 5 mm Bohrer nehmen, aber der ist dann ziemlich schon groß, die Löcher, und dann sind die dann entsprechend ein bisschen schwerer zu schweißen, weil man dann länger schweißen muss und die Bleche sind auch hier dünn. Also das ist jetzt ein 0,8er Blech, glaube ich, dieser Innenschweller, den ich gekauft habe. Und eigentlich hätte ich gerne ein 1 mm Blech, so sind die Originalbleche, wenn ich mich nicht irre. Aber gut, diese Qualität gibt es leider nicht mehr. Und ihr seht hier, an manche Stellen lasse ich aus, weil es einfach unnötig ist, so viele Löcher zu bohren. Es reicht auch aus, etwas weniger. Ich bohre die alle auf. Und dann werden sie im nächsten Schritt mit einem großen Bohrer, ich glaube, das ist ein 12er gewesen, entgratet. Jedoch gebe ich euch hier einen guten Tipp. Das Entgraten ist richtig, aber ich würde jetzt im Nachhinein die Stelle einfach ein bisschen größer aufschleifen, weil beim Schweißen, vor allem wenn man Bleche von der Seite einschweißt, das heißt nicht von oben schweißt, sondern von der Seite schweißt, dann verläuft ja das Schweißgut. Und wenn dieses Schweißgut auf diese Farbe trifft beim Schweißen, dann spritzt das ein bisschen, das wird man dann auch nochmal sehen. Und deswegen würde ich euch empfehlen, einfach die Stelle ein bisschen stärker aufzuschleifen oder einfach mit einer Drahtbürste drumherum so zu schleifen, dass, sagen wir mal, noch 3-4 mm blechfrei ist. Aber gut, man lernt ja immer dazu, und bei mir ist das Schweißen schon eine Weile her, knapp über 25 Jahre. Ich habe das in einem Praktikum mal gemacht, eine Woche lang oder 2 Wochen lang beim Kfz, beim Kfz-Meister. Oder Kfz-Schlosser war das, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Aber egal, und da habe ich auch ein bisschen geschweißt und
naja, hab einen Fiat Panda fast abgebrannt. Aber gut, man lernt ja aus seinen Fehlern. Und ja, wie ihr seht, die Stellen, die dann auf Stoß geschweißt werden, die habe ich dann auch mit einem Druckluftschleifer ein bisschen aufgeschliffen, beziehungsweise die Farbe, die Grundierung, diese 2K-Grundierung entfernt. Die ist doch relativ hart. Ich hätte nicht gedacht, dass sie doch so hart ist, aber sie ist schon anstrengend, um sie mit dem Schleifpapier runterzubekommen. Also manuell mit der Hand ist schon schwierig. So, wenn ihr das jetzt angebracht hat, das Blech, dann zeichnet euch die Stellen nochmal mit dem Edding an. Also drückt den Edding durch, dann wisst ihr auf der anderen Seite, wo ihr dann halt die Grundierung runterschleifen müsst. Dazu nehme ich dann gleich eine Drahtbürste und schleife dann die Stellen runter. Hier seht ihr nochmal, wo die Punkte bzw. die Stellen, die ich aufschleifen muss oder wo die Grundierung runter muss. Wie gesagt, es gibt auch ein Spray, wo man durchschweißen kann als Grundierung, aber in diesem Fall verwende ich es nicht, beziehungsweise hatte es nicht zur Hand und jetzt musste das so gemacht werden. Das heißt, ich habe die Stellen jetzt hier mit einer Drahtbürste aufgeschliffen, damit der Kontakt gegeben ist beim Schweißen und dann passt es natürlich auch. Lasst euch Zeit, kontrolliert fünfmal, ob das alles sitzt. Die Löcher sollten, also die Bleche sollten übereinander plan liegen. Je mehr Zangen ihr habt, desto besser ist es. Ich hatte leider nur 2 Zangen, aber beim Schweißen könnt ihr auch die Bleche andrücken bzw. mit einem Hammer reinklopfen. Das zeige ich euch gleich, aber kommen wir erstmal zum Schweißgerät. Ich schweiße hier mit einem Schweißgerät von Stahlwerk. Keine Werbung, selbst gekauft. Ich verwende es, ich finde es super. Es erfüllt seinen Zweck, kostet nicht viel und Preis-Leistung ist wirklich gut bei dem Gerät. Für das Schweißen braucht ihr aber eine 0,6er Stromdüse. Standardmäßig sind immer 0,8er oder 1 mm Stromdüsen mit bei. Das heißt, ihr müsst die vorhandene Stromdüse ersetzen. Macht euch da erstmal schlau, ihr braucht eine 0,6er, ansonsten ist einfach viel zu viel Energie da und die Bleche, die werden dann, ihr schweißt sozusagen Löcher rein oder ihr brennt Löcher rein. Deswegen muss die Düse getauscht werden. Der Draht natürlich auch, den Draht habe ich schon ersetzt. Das habe ich euch jetzt im Video nicht gezeigt, weil das eigentlich eher was mit dem Schweißgerät zu tun hat. Aber der Draht wurde ersetzt und ich tausche jetzt einfach nur die Stromdüse. Ich will euch nur darüber informieren, dass ihr eine 0,6 mm Stromdüse braucht und ihr diese muss dann hier eingesetzt werden. Ich schraube sie fest, baue alles wieder zusammen. Zum Schweißen selbst, es ist ein Max-Schweißen, das heißt mit Gas. Hier wird mit Gas geschweißt, nicht mit einem Fülldraht. Und wir schweißen sozusagen hier mit Gas. Und der Strom, den ich euch empfehlen würde, wenn ihr schon viel geschweißt habt, dann brauche ich euch nichts zu erzählen hier, dann könnt ihr von mir aus weghören, aber ihr eben solltet dann mit kleineren Strömen anfangen, wenn ihr nicht so geübt seid. Nochmal kurz was zur Beleuchtung, besorgt euch vernünftige Beleuchtung, ihr müsst das auch vernünftig sehen. Wenn man durch die Schweißerbrille guckt, dann sieht man nicht viel, auch wenn sie noch nicht umgeschaltet hat beim Schweißen. Deswegen besorgt euch nochmal zusätzlich Licht. Werkzeug sollte eigentlich klar sein, 2 Zangen oder mehr, einen kleinen Hammer, eine Zange, um den Schweißdraht abzuschneiden, wenn sich ein Tropfen gebildet hat. Handschuhe sind ganz wichtig, Sicherheit oberste Priorität, deshalb Feuerlöscher, Eimer Wasser und in den Eimer bitte noch einen Lappen reinwerfen, habe ich auch, aber gerade nicht im Film, also immer einen fetten Lappen noch reintun, sollte irgendwas brennen. Ihr werdet das auch gleich nochmal im Video sehen, dass es dann auch wirklich brennt. Und zwar die Grundierung brennt, zwar nicht so doll, aber ein bisschen brennt sie schon. Und passt euch das an, die Stelle hier müsst ihr unbedingt vernünftig aufschleifen, und zwar ein blankes Blech von hinten und von vorn, um dort den Massepunkt von dem Schweißgerät zu setzen. Das heißt, vernünftig das vorbereiten, Massepunkt drauf und immer den Massepunkt so nah wie möglich an der Stelle setzen, wo ihr schweißt, ja, beziehungsweise auf dem Bauteil setzen, wo geschweißt wird. So, hier schweiße ich jetzt mit 60 Ampere und 16,9 Volt bei einem 0,6 mm Draht. Und für die ein bisschen geübter sind, kann natürlich der Vorschub bzw. die Stromstärke höher sein, weil das dann einfach schneller geht. Aber ich bin noch nicht so geübt, mir fehlt noch die Fertigkeit ein bisschen, deswegen gehe ich es ein bisschen langsamer an. Mit 60 Ampere reicht das eigentlich aus.
und kühlt dann gleich. Hier habt ihr auch gesehen, da hat es schon gebrannt ein bisschen, beziehungsweise halt die Grundierung brennt leicht, und kühlt die Stelle mit Druckluft. Haltet euch so eine Lanze parat, falls es brennt, dann könnt ihr einmal damit schnell das Feuer auspusten und dann auch entsprechend die Stelle kühlen. Immer kühle ich die Stelle immer runter, damit sich die Bleche so wenig wie möglich verziehen. Bei dem Innenschweller ist es nicht so kritisch, aber bei den Außenschweller wird das dann schon ein bisschen kritischer, wenn sich das Blech dann verzieht. So, am Anfang kontrolliere ich immer meine Schweißpunkte, weil manchmal ist es so, man probiert zwar auf dem Testblech ein bisschen zu schweißen, aber im Nachhinein stellt sich dann raus, oh verdammt, das passt nicht, die Stromstärke ist zu hoch oder die Spannung ist zu hoch oder zu klein, und das hört sich komisch an beim Schweißen. Aber hier mit dem 60 Ampere und 16,9 bzw. 17 Volt passt es schon ganz gut. Ich hefte erstmal die eine Seite. In der Zwischenzeit habe ich auch schon die andere Seite angeheftet, damit sich das, falls sich das Blech verzieht, dort sich keine Spalt, großer Spalt bildet. Aber in diesem Video, ich habe keine zweite Kamera. Vielleicht mache ich das nochmal mit einer GoPro, die irgendwo rumliegt. Und dann kann man immer die Kameraposition entsprechend wechseln. Aber wie ihr seht, ich mache erstmal hier diese Überlappung. Die schweiße ich erst. Fixiere mir das. Schleife mir dann den Rotz vom Schweißen ein bisschen runter mit einer Drahtbürste. Und dann kontrolliere ich nochmal gleich die Schweißnähte, ob ich die noch ein bisschen auffüllen soll oder nicht. Also, wie gesagt, die Schweißnähte müssen hier im Innenschweller nicht perfekt aussehen, und wenn das ein bisschen wulstig ist oder ein bisschen gespritzt hat, ist das kein Problem, man kann alles wieder runterschleifen, und Hauptsache es ist vernünftiger Kontakt dort. Und ich habe vorher ja auch ein bisschen mit dem Hammer das Blech angeschlagen und müsste das auch normalerweise immer andrücken, richtig andrücken, aber es war wirklich planliegend, es hat schon alles gepasst. Und hier hinten seht ihr, da brennt es ein bisschen. Also mit der Druckluft sofort abpusten das und dann gleich kühlen, dann passt das alles schon. Und jetzt muss ich das nochmal ein bisschen korrigieren an der Stelle. Dann schleife ich es wieder, kontrolliere die Schweißpunkte, ob die gut sind, und schweiß dann nochmal ein bisschen nach. Dort ist das Blech insgesamt dann 3 mm, also bei 2 mm ist der Bock, an welchen der Innenschweller geschweißt wird. Und deshalb musste ich da 2-3 Mal ansetzen. So, jetzt habt ihr hier gerade gesehen, da habe ich ein bisschen durchgebrannt, das erste Blech. Bei dem Schweißen selbst ist es so, oft wird gesagt, beim Mack-Schweißen soll man in Stechen schweißen, das heißt die Naht schieben, vor sich sozusagen schieben. Jedoch ist das bei Dünnblech nicht der Fall. Also ich habe gelernt, Dünnbleche nur zu schweißen, und zwar schleppend. Das heißt, die Schweißnaht bleibt hinten liegen und der Schweißvorgang läuft sozusagen nach hinten weg. Damit ist die Temperatur kleiner und die Wahrscheinlichkeit, dass man durchbrennt, ist auch geringer, weil dann halt auch die Hitze kleiner ist. So, eben gerade habt ihr gesehen, wie ich die Schweißpunkte ein bisschen runtergeschliffen habe, ein bisschen Plan gemacht habe, vor allem hier die oberen Übergänge. Die Kante hier ist von unten geschweißt, weil man von oben halt mit der Fächerscheibe nicht rankommt, aber das passt schon so. Innen muss es ja nicht hübsch aussehen, Hauptsache es ist sauber, und es stört nichts, wenn ihr jetzt da den Außenschweller anbringt. Da bin ich gar nicht rangekommen, das heißt nur mit der Drahtbürste runtergeschliffen, dann kommt gleich nochmal eine Grundierung drauf, am besten 2 Schichten, lass es nochmal vernünftig trocknen, und zu guter Letzt wird dann nochmal, wenn der Außenschweller drauf kommt, dann wird sowieso das Innere komplett mit einer Hohlraumversiegelung geflutet oder mit einem Fett geflutet. Das zeige ich euch dann im nächsten Video, wie ich den Außenschweller anbringe. Das wird dann nämlich der zweite sein. Den ersten habe ich total verkackt, wortwörtlich. Ich habe ihn nämlich falsch zugeschnitten. Unten konnte ich den nicht richtig heften und da war der Spalt einfach zu groß. Dann wäre das Pfusch gewesen, und Pfusch mag ich nicht. Deswegen mache ich es lieber nochmal. Hat 37 Euro nochmal gekostet und hat fast halt einen halben Tag Arbeit. Aber so ist es halt. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Und diese wollte ich euch auch mitteilen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich freue mich über einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, über einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Und natürlich freue ich mich auch über ein Abo, wenn ihr eins da lassen könnt. Wäre super. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Hauptsache ihr habt zugeguckt und vielleicht etwas gelernt. Bis dahin. Tschüssi.